nervös wird man als Portfolio Manager in diesen sehr volatilen Zeiten? Ich glaube, die Medien sind sehr nervös gewesen, das Geschehen an der Börse war nervös gewesen. Wir als Portfolio-Manager, die zum Teil ähnliche Situationen schon erlebt haben und im Wissen, dass man eine richtige Strategie aufgesetzt hat, eine richtige Selektion betrieben hat, vorher schon, also eigentlich vorbereitet ist, sind nicht so nervös gewesen. Ihre Kunden sind nur zu zwei Drittel Pensionskasse. Wie haben die sich verhalten in den letzten Monaten? Der Vorteil von langjährige Partnerschaften mit Pensionskassen, die den nötigen Horizont fristet und dürfen leben, hat in sich, dass man in der Regel eigentlich ein Rebalancing von diesen Pensionskassen sehen, das monatlich, quartalsweise ist, dann die Assetklassen, die sehr stark gelitten haben, wieder aufstocken und vice versa. Und in dem Sinn haben wir da eigentlich Inflows gesehen in den letzten paar Wochen aus dem Segment heraus. Und wie bei Privatanlegern sind die nicht ausgestiegen? Ja, der Privatanleger ist leider häufig von, das ist menschlich, von Emotionen getrieben, von einer gewissen Irrationalität, von einer Extrapolation von Angst. Das sind eigentlich schlechte Wegbegleiter. In dem Sinn markiert der Privatanleger mit dem Bankensystem, das eben auch so zu dieser Prozyklizität neigt, die neigen dazu, dann eigentlich im falschen Moment das Falsche zu machen. Das heisst, markieren die Höchstpunkte und die Lowpunkte von diesen Indizes. Welche Titel aus Ihrem Portfolio haben Ihnen in den letzten Monaten am besten gefallen? Gut, da gibt es ganz klar einen Titel, das ist die Firma Bachem, klare Weltmachtführer im Bereich Protein und Peptid. Peptid sind langkettige Proteine, kompliziert in der Herstellung, immer mehr eingesetzt in der Pharmamedizin, auch im Research-Bereich. Und von dem her haben wir mit plus 25% eine Aktie gehabt, die mit Abstand am besten performt hat in unserem Portfolio, glaube ich, auch im gesamten Markt. Das hat sehr Freude gemacht. Was weiter Freude gemacht hat, ist die Tatsache, dass wir viele gefährliche Geschäftsmodelle, gefährliche Unternehmen nicht gehabt haben. Also all die Unternehmen, die vorher schon auf dem Zahnfleisch gelaufen sind, die zu viel Leverage gehabt haben, zum Teil suboptimal geführt sind, die haben wir nicht gehabt. Das sind auch die, mehr gelitten haben in dieser Phase, die vermutlich auch zukünftig Mühe werden bekommen. Und das ist eigentlich eine gute Selektion gewesen. Sie sind stark in Industrietitel investiert. Wie gehen Sie jetzt mit über 60%, wie gehen Sie jetzt damit um? Eigentlich, indem wir nichts machen, sondern das Portfolio weiter so bestehen lassen, wie es vorher schon war. Und wir haben uns bewusst auf so eine Situation vorbereitet, über die Selektion von Marktführern, von globalen, von klaren, innovativen Gesellschaften, die Alleinstellungsmerkmale haben, die für die Menschheit etwas produziert, das weiterhin von Bedarf sein wird, also strukturellen Rückenwind haben, nicht nur zyklisch. Und da gibt es ja kein grosses Anpassungsbedürfnis für unser Portfolio. Ich glaube auch, dass die Megatrends, die wir beobachtet haben im Vorfeld, wieder werden erstarken. Wir werden die Kommunikationsbedürfnisse, die Mobilitätsbedürfnisse, die Urbanisierung, enabled alles durch die Digitalisierung weiter voranschreiten sehen. Und vielfach sind das Schweizer Gesellschaften, die da als quasi globale Weltmarktführer Lösungen bietet. Das heisst, Sie sind durchaus optimistisch in Zukunft, auch was Ihre Performance 2020 anbelangt. Ja, ich glaube, von heute weg geschaut, das ist natürlich einfach, wenn man da schon ein bisschen Federn gelassen hat, aber von heute weg geschaut, darf man durchaus absolut und relativ positiv sein auf die zukünftige Performance im 2020. Ich glaube, wenn etwas sicher ist, dann ist es, dass eigentlich das Zinsniveau, speziell in der Schweiz, im Schweizer Franken, negativ wird wieder werden oder negativer wird werden. Und als Relativmaß für Bewertungen auch von anderen Realanlagen, Immobilien und Aktien, in dem Sinn eigentlich favorabel wird sein. Und somit wird das System an sich und vermutlich auch jeden Einzelnen nicht drum herumkommen, sich in gut aufgestellten Unternehmen zu beteiligen über Aktienkäufe.